Ohne Ausländer wäre, glaube ich, das Land auch aber ein bisschen langweilig. All meine Kollegen sind Ausländer. Also in unserem Büro gibt es viele Portugiesen und die sind immer unnett. Also fast noch ein bisschen freundlicher als Schweizer. Wenn ich jetzt eine gute Freundin habe oder einen guten Kollegen, der von irgendeinem anderen Land kommt, eine andere Kultur hat, andere Glauben, und dann gibt es halt einfach auch anderes Essen zum Beispiel, wenn ich jetzt am Essen geladen bin. Ich finde das einfach immer spannend. Mich interessiert das, wie das bei anderen Leuten läuft, wie sie leben. Wir haben ja natürlich auf der Baustelle haben wir Portugiesen, Albaner, Serben, also wir haben alles Mögliche. Aber eben, ich meine, wir arbeiten auf dem Bau als Team und da muss sich jeder anpassen und darum läuft es meistens auch ohne Probleme. Ohne die Leute wäre ich selber ein relativ anderer Mensch so, weil eben all die Einflüsse von den anderen Kulturen. Ich meine, die Kollegen, die ich habe, von denen habe ich einfach relativ viele Sachen gelernt. Zum Beispiel bei uns in der Schule war es verboten, ein Schweizer Kreuz anzuhaben, weil sich angeblich dann die anderen das provoziert gefühlt hätten. Und das habe ich halt ein bisschen daneben gefunden. Und dadurch hat es halt auch wie ein gespaltet, dass halt einfach die einen so waren, die anderen ein bisschen so. Jetzt hier in der Schweiz habe ich das Gefühl, dass es wirklich multikulturell ist. Also, dass viel Verschiedenes da ist. Aber ich kenne es halt auch nicht anders. Ich spiele Hockey und die sind von Schweden und die reden nur Englisch. Und die sind seit 8 Jahren in der Schweiz und können kein Wort Deutsch. Und dann finde ich das auch ein bisschen, ja. Dann ist man ein bisschen selber schuld, wenn einer sagt, ja, er redet doch Deutsch oder so. Ich finde einfach, wir haben es schön in der Schweiz und wir sollten das auch schätzen. Wir gewisse halt haben es von Geburt an, gewisse erst später. Und das macht auch die verschiedenen Sichten aus. Und dadurch gibt es verschiedene Meinungen. Ich merke selber, dass ich das auch mache, Personen in den Topf zu schmeißen. Aber man sieht ja nicht. Und ich probiere es immer weniger zu machen oder zumindest nicht äußern. Aber viele sehen es dann halt so als Grundregelung an, dass es wirklich auch so ist, dass man das Gefühl hat. Und das sollte nicht so sein, weil das ist nicht recht so. Weil so wird man halt auch schneller verurteilt. Was nicht schubladisiert. Genau. Radio SRF. Eins für mich.